Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hunting Mythos und wir stellen uns heute die Frage: Was ist Realm Grinder? Das ist eine gute Frage. Ich habe das Spiel gestartet erstmal und das ist der erste Bildschirm, den du hast. Also, ich bin auf jeden Fall eine Majestät. Aha. So, du kannst also draufklicken. So, okay. Okay, es ist also so eine Art Clicker-Game Instant. Bin ich mal gespannt. Das Problem ist, es ist irgendwie, hier gibt's keinen Sound. Irgendwie, das Spiel besitzt keinen Sound. Seltsam, also ich weiß nicht warum. Ich habe den Sound runtergedrückt zur Sicherheit, aber jetzt nicht so, als hätte ich es ausgemacht, ne? Ich habe das angemacht und instant nichts gehört. Das ist interessant. So, nee, weg mit dem Scheiß hier. Soll 5 Farmen bauen? Okay. Jetzt öffne das Upgrade-Fenster. Ah, hier. Es ist seltsam, es ist keine Musik oder sowas. Ja, ich kann Zauber wirken. Steuereintreibung. Ist ja ein toller Zauber. Also ist das im Endeffekt ein Clicker-Game wie alle anderen auch, ja? Ha. Steht hier endlich meine. Dort ist mein Geld. Okay. Das kriegen wir schon relativ gut cool. Warum habe ich keinen Sound? Die Anzeige. Das ist sehr, 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 sehr seltsam. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Upgrade. Boom. Haben wir beides die Upgrades gekauft? Kann ich das jetzt irgendwie nochmal erhöhen? Ich weiß es nicht. Jetzt verrat mir trotzdem mal einer, warum hier keinen Sound herrscht, ja. Also ich kriege 152. Ne, stimmt nicht. Wobei, könnte hinkommen, 152 die Sekunde. Hast du Trophäe freigeschaltet? Zwölftausend brauche ich. Ui, fürs nächste Upgrade. Ah, das sind sozusagen deine Skills hier. Jetzt, boom, 400 Mana und jetzt würde das Ding durchlaufen und jetzt kriege ich unheimlich schnell Kohle. Dementsprechend. Ha, verstehe. Boom, so. Update kaufen. Nun ja, es ist schon ein bisschen verrückt, ja. Wie gesagt, es stört mich halt ein bisschen, dass wir keinen Sound haben. Ja, wenn natürlich ge passive Gebäudeproduktion, ne? Hallo? Es ist trotzdem etwas eigenartig. Ich glaube, ich mache hier einen kurzen Schnitt und starte das Spiel nochmal neu. Mal gucken, ob irgendwas passiert. Also, ich habe festgestellt, es gibt keinen Sound tatsächlich. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber ja, da muss ich halt ab und zu ein bisschen Musik machen. Wir wollten auf Passiv gehen. Kann ich das einfach? Ja, kann ich. Boah, geil. Wie sieht das denn jetzt aus hier? Das hier fällt mir doch. Der sieht doch schon eher nach meinem Geschmack aus hier. So, was haben wir denn jetzt hier? Kobalt-Handelsvertrag. Wirtschaftliche, römische. So.
Königliche Börse gratis. Erhöht die Produktion aller Gebäude um 100, um 10% zusätzlich mit allen weiteren königlichen Börsen. Kann mehrfach gekauft werden, wird doch immer teurer. Das ist mir ja klar, das macht ja auch Sinn. So, königliche Börse gratis. Achso. Ach so, ah, verstehe. Verstehe. Sklavenquartier, boom, boom, auf die Domänchen gestellt hier, mal gucken. Die Gebäude sehen eigentlich ganz nett aus, ja. So, jetzt kann man hier ein bisschen Kohle generieren, aber hallo. Kriegen wir denn schon 2000 die Sekunde, das ist schon mal sehr schön. Also, kosten 100 Goldmünzen, schaltet Kobold-Upgrades frei, Kobold-Freundschaftspaket. 50 M. Erhöht die Produktion der Gebäude, basiert auch ineinander. Ich wir 100 Fraktionsmünzen. Klickeinkommen interessiert mich nicht. Basisklickeinkommen um 1%. Die Sache ist natürlich mit diesen Münzen, diese Engelsmünzen, die man hier kriegt zwischendurch. Was machen die? Untotenmünze? So, was haben wir denn hier? Erhöht die Basisklickeinkommen um 4, generiert 1 Klicks pro Sekunde, wenn du offline bist. Was sind denn 500? Einfach ditte? Rufen wir, das ist ja billig in dem Sinne. Wow, 34. Ist hier schon was mit anfangen, ja? So, der Rest ist einfach nur billiges, also einfach nur diese Sachen und du bist jetzt hier diese. Wo ich nicht, wo ich keine Ahnung habe so richtig, warum ich das hier nicht kaufen kann und so, aber okay. Passt schon. Da war irgendeine Nachricht, die habe ich instant weggeklickt. Upsi. Warum ich verstehe es nicht, ne? Mit dem Sound. Warum gibt es hier keinen Sound? Das ist eigenartig, ehrlich. 50.000 kostet ins. Ich frage mich, ob man diese alten Gebäude nochmal upgraden kann. Kleinere Zellen, erhöht die Sklavenquarterproduktion. Oh, 100%, alles klar. Das gleiche gilt dann für andere Sachen. Ork, Arena 112.000. Haben wir gleich. Und dann haben wir für 700.000 Hexendingens. Gucken wir mal. Zack. Die kaufen Upgrades, die müssen wir uns so wirklich nochmal angucken. Ne, ist eigentlich der totale Blödsinn. Was haben wir denn hier? Trophäen repräsentieren die großen Taten. Okay, was ich alles so habe und was ich alles noch so machen kann und bla bla bla. Alles klar, das haben wir zum Beispiel schon. Also hier sind ganz cool, das könnte man ab und zu mal so mal weiterspielen, ja? Gerade weil das wieder so ein AFK-Game ist, wo man nicht viel machen muss. So, ein Mana die Sekunde. Wir erhöhen mal die Produktion. Wir kriegen jetzt 9000. Gut. Fragezeichen ist noch nicht freigeschalten. Events. Finden kein Event statt. Das ist wahrscheinlich jemand mit der Internetseite. Ich dachte mir das schon. Weil die jetzt aufgegangen ist, deswegen. Und jetzt hier 1000 Sachen angezeigt werden instant. Okay, das interessiert mich alles nicht. Es ist komisch. Wirklich. Keine Musik. Was haben wir denn hier? Irgendwas Unnötiges. Ah, ihr kann nicht dann sagen, ich möchte 10 Stück davon kaufen. Oder sowas. Okay, das ist verständlich. So, Upgrades. Verstehen wir noch das hier? Ah, jetzt kann ich auch was kaufen. Guck mal. So, jetzt kann ich mir einfach hier von jedem ein. Ich denke. 10% Bonus. Irgendwie. Es wäre schön, wenn das jetzt hier richtig angezeigt werden würde, weil ich bin jetzt ein bisschen verwirrt mit diesen ganzen. Ich habe die Münzen hier unten benutzt, das habe ich schon festgestellt. Hier diese Münzen hier. Diese, genau, die Fraktionsmünzen. Ah, ich glaube,
Gucken wir mal, wir machen mal noch ein bisschen hier klicki-klicki. Kriegen wir da vielleicht noch mal ein paar raus? Ich könnte natürlich wieder unser Makro-Recorder benutzen, ne? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Was produziert er denn eigentlich? Kosten für 10 Max. Produziert 3000 Münzen pro Sekunde. Das Ding produziert 1000. Alter, lol. 3000 Münzen pro Sekunde, hallo? Instant Profit hier, Junge. Guck mal, ich kann jetzt zum Beispiel wieder, was ist das jetzt hier? Erhöht die Klickeinkommen um 25% und die Produktion aller Gebäude um 25%, alles klar, instant. Weil 25% ist nicht schlecht. Huch. Da kam eins dazu. Oh ja, guck einfach. Ist mir scheißegal. So. Fraktionsmünzen gesammelt dieses Spiel. 212. Du kannst dich nicht messen müssen, um mit jeder Fraktion Allianzpakete zu kommen. Keine Ahnung. Ja, ich verstehe das schon, aber dann sind dann nicht so ganz so Hexendingens hier. 500.000 einmal upgraden, ne? Ist natürlich heftig. Dafür gibt's halt auch verdammt viel Kohle. Trotzdem sehr seltsam mit der Musik. Die Nekropole kostet 7 Millionen. Halle der Legenden. 250.000 pro freigeschalteter Trophäe, wow. Das heißt, du musst zusehen, dass du so viele Trophäen wie möglich hintereinander weg oder freischaltest. Also viel haben wir von den Dingern ja noch nicht. Auch nicht, warum jetzt hier. Ach so, das sind vier, habe ich davon, vier Trophäen. Ah, wow, das wäre echt viel. Mach mal instant Steuereinkommen hier. Meine, ich habe ja schon so einiges, ne? 50 Farmen in einem einzigen Spiel. Gut, ich kann ja mal jetzt hier mal. Das ist klar. Bam, bam. Produzieren 27 Münzen pro Sekunde. Ist ja wenig. Aber auch alles für die Trophäen, ne? Guck mal, ich kann jetzt hier weitere Upgrades kaufen. 200%. Produzieren die schon immer noch 27? Ach so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mehr geworden, um einiges mehr. Na, ist tatsächlich einfach wie Clicker Heroes, ne? Ganz simpel. Das sind 5000 Münzen, kostet 99 und Produktion um 300%. Und schon sind wir bei 92.000. Ich muss sagen, das geht relativ fix voran hier, ja? Wenn ich jetzt auf 1, irgendwas Millionen warten würde. Das Ding muss auf 50 machen, komm schon. 50, 50, Bums. Trophäe freigeschalten. Das Ding kostet mich aber 200 Billionen. Ist natürlich schon eine Menge, ja. Nekropole, 7 Millionen, das Ding produziert. Steht nicht da. Schade. Dann wollen wir gleich mal gucken. Wir sind ja bald bei 7 Millionen. Ne? Ich weiß nicht, ob der Klicken irgendwas großartig macht. Weil 1200 ist bei 3 Millionen. Ja, Janusz eigentlich, ne? Das ist es ja. So. Wir können ja wieder hier ein bisschen was einkaufen. Was auch immer wir damit machen sollten. Kauf einfach immer durch. Was auch immer das genau bringt. Ich habe auf jeden Fall die Produktion massiv erhöht damit, also ist das schon okay gewesen, sag ich mal. Aber das wäre doch jetzt mal so ein Live-Ding, wo man wirklich sagen könnte, ich probiere jetzt mal das mit dem Makro. Das ist doch eine gute Idee. Ich kreier mal ein Makro. So, pass auf, ich mach mal jetzt hier Record. Dann machen wir jetzt einfach mal, okay. Und wir stoppen das jetzt hier. So. Öffnen zum Beenden. Aufnahme beendet. So, jetzt haben wir also im Grunde erstmal die Nekropole. Bäm. Ja, das Ding produziert ordentlich. So, jetzt haben wir also im Grunde das Makro gemacht. Jetzt muss ich bloß noch das Ding neu einstellen. Einfach nur im Grunde die meisten Sachen einfach löschen.
Ich brauche ja bloß irgendwie zwei, drei Klicks und die muss ich ja bloß einfach unendlich wiederholen. Das heißt, ich nehme die Klicks bis hier, das heißt das hier und der ganze Shit bis hier unten löschen. Zip. So, das heißt, ich kann auch Pause, Move, Pause, Move, Pause, Move, Pause. Warte mal, ich habe irgendwas falsch gemacht. Das ist total verkackt jetzt, upsie. Ist auch egal, was soll's. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall das den Opferaltar, upsie. Dunkler Tempelproduktion erhöht. Sehr schön, ich kann jetzt instant mir Zeugs holen. Bam. Und ich habe ein bisschen Nekropole gekauft. Und dann kostet die Festung des Bösen 145 M. Eieieiei. 145 M. Warum fragt er mich damit eigentlich, ob ich das kaufen will? Er weiß vielleicht schon die Sachen, die ich da benutze, rare. Relativ rare. Rare. So richtig rare. Das eigentlich, wenn ich jetzt das skille, kaufe ich einen anstatt von maximal. Pro Klick schon. Ha. Schatzgräber. Oh, wir haben wieder neue Upgrades. Slavenquartiere und den komischen Dings da. Und dann haben wir hier noch Produktion aller Gebäude um 1% pro Assistent in deinem Besitz. Das heißt, pro Assistent, und dadurch, dass jedes Mal hierfür immer einen Assistenten kriegst, steht das eigentlich? Den Assistenten. Da, ne? Ah, hier 12 Assistenten. Coole Sache. Das heißt, ich wurde 12 Mal, also 12% dazu bekommen schon. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Aber Queen Münzen, das dauert doch ewig. Bis dahin haben wir das Ding unten gekauft. Da sieht man, wenn man 100 Mal von dem kauft, dann habe ich das in etwa schon den Preis. Noch nicht mal, dann habe ich ein 150stel. Ein Zehntel, nee, ein Hundertstel, so rum. Das dauert noch ultra lange, dieses Upgrade. Alter, bis dahin habe ich richtig viele Assistenten, kannst du wissen. So, wir verdienen ja schon 500.000 die Sekunde, ha? 7.000 pro Klick. Gucken wir mal. Ja, es kommt hin. Oh, ich hab das unterbrochen zwischendurch. Upsi, das ist natürlich ungünstig. Ich habe jetzt 9 Minuten, 4 Minuten, 3 Minuten irgendwas, 4 Minuten irgendwas. Also ich muss sagen, mir gefällt das Spiel tatsächlich, ne? Ist jetzt nicht schlecht. Und wenn ich jetzt mit Mako gemacht habe, dann demnächst, dann ist das vielleicht auch noch ordentlich was wir tun können hier. Guck mal, da ist ein neues Upgrade bei 10,7 Millionen Münzen erhöht die Farmproduktion um 300%. 50 M Basisklick 1,1% der Gesamtproduktion. 1% der Gesamtproduktion. Das bedeutet, wir haben 622.000 Münzen die Sekunde. Ein Prozent davon sind durch 100, 1, 2, 3, 300, 2000, 2000, keine Ahnung. Ich bin ultra schlecht in sowas. So richtig ultra schlecht in sowas. So, wollen wir als nächstes erstmal nochmal nicht upgrade, doch upgrade das hier. So viel kaufen wie möglich. So. Produktion nochmal ein Stück erhöht, dann geht das nochmal ein Stück schneller alles. Kriegen wir auch schon 10.000 pro Klick. Und auf die Art kriegen wir richtig schnell Münzen eigentlich. So, dann machen wir jetzt hier so einen Insta-Button und haben instant auch diese Kohle. Bam. Oh, jetzt hätte ich hier das kaufen können. Ups. Aber hey, wir haben jetzt dieses Objekt gekauft. Das ist jetzt nicht so viel gewesen. Wo ist das jetzt hin? Da. Achso, das ist jetzt nochmal oben drauf auf das wir schon hatten. Das wird schon irgendwie passen. Na, Klickeinkommen, stimmt. Aber ich kaufe mir als nächstes für 50 M diese starke Währung.
dann geht die Post ab. Und ich könnte jetzt 100 Kobalt-Upgrades, also 100 Kobalt-Münzen sparen, um mir das Ding hier zu kaufen noch. Frage ist, wie schnell kriegen wir die zusammen? Was sind hier die Kobalt-Dinger? Funktionsmünzen irgendwie? Achso, ich kann da mir, ich zeig den mir gar nicht so an. Was sind Kobalt? Eins, zwei, drei, die vierte. Hier unten. Nehmen wir mal an. So, jetzt haben wir das Ding. Das hat Einkommen nochmal gestiegen. Jetzt kriegen wir schon 3.078.000 pro Klick. Wow, das ist ja der Hammer. Richtig, richtig gut. Kommen wir richtig schnell an unsere Zeugs hier. So, noch mehr Klicks und noch mehr davon. Also jetzt geht die Post richtig ab hier, Mann. Wir kriegen jetzt 4 Millionen die Sekunde. Na, das geht schon. Können wir uns ja fast die nächste Festung da kaufen, na. So, dann können wir das Ding ja fast auf 100 machen hier. Gut, aber ich würde sagen, das war's erstmal, ne? Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Ihr könnt es auch kommentieren, wenn ihr wollt, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Und ich würde sagen, ihr könnt mich auch abonnieren, ne, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht mache ich hier raus eine kleine Reihe. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.